Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Kerbal Space Program. Ich bin hier kurz vor meiner Moonstation und habe etwa 500 Docking-Versuche unternommen. Bin aber ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd dazu einfach. Wie man unschwer erkennen kann. Ich verstehe auch nicht, wie dieses Docking-Interface funktioniert. Wahrscheinlich nicht so, wie ich es gerade benutze. Denn ich fliege an meiner Moonstation einfach vorbei. Ich bin auch zu blöd, Lateral Movement zu benutzen. Moment mal. Camera Free, Camera Orbital Chase. Ja, das ist nicht, was ich erwartet habe. Camera Locked. Ist Camera Locked, was ich brauche? Ich habe keine Idee, was ich hier, keine Ahnung, was ich hier eigentlich gerade tue. Sieht nicht sehr professionell aus. Ich habe schon eine ganze Menge ACS verbraten. Moment. Ich bin viel zu schnell. Und zu blöd. Ich bin einfach zu blöd dazu. Unter anderem, weil ich ständig die Richtungen verwechsel. Jetzt runter. Ruhig, 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 ruhig. Und ein bisschen vorwärts. Und ein bisschen zur Seite natürlich. Ein bisschen zurück. Ja, und so geht er schon seit Stunden. Runter! Zurück! Zurück! Runter! Oh, das ist nicht runter. Ja. Lassen wir das. Ich bin einfach unfähig. Ich muss mich damit abfinden. Warum kann ich mich nicht Prograde und Retrograde drehen? An
Sunset Target. Ich gehe zurück nach Hause. Hab die Schnauze voll. Ist eine Übungssache. Und ich bin zu ungeschickt dafür. Ich meine, einfach mal Leertaste drücken, wenn ich Gas geben möchte, ist ja einfach, aber... alles andere, was ich hier mache, nicht so. Obwohl mir dieses Spiel deutlich leichter fällt. Ich gehe jetzt nicht mehr los, um irgendwelche Manöver zu planen, wenn ich zurück nach Kerbin möchte. Warp einfach dahin, wo ich hin will und gebe Gas. Ich meine... Science habe ich jetzt an Bord. Okay. Ah! Was ist denn da gerade passiert? Und wie weit habe ich vorgewarpt? Ah! Mann. Bringen wir die P-Raps mal in die Atmosphäre. Komme ich aber ganz schön schnell rein, dann lassen wir das. Alter Schwede. Ist ganz schön langsam unterwegs da draußen. Genau, Retrograde drehen. Und Vollgas. Ich brauche den Treibstoff ja nicht mehr, da kann ich ihn auch verbrennen. Sicher mir nach unten bringe ich den eh nicht. So, eigentlich möchte ich auch nur, wie sagt man? Missionen noch zu Ende bringen. Die neue Version kommt bald und kurz darauf auch die Version danach. Das heißt, in nicht allzu ferner Zukunft wird KSP in Unity 5 laufen, was natürlich ganz neue Möglichkeiten für mich. Oh. Für mich ergibt. So Sachen wie, einfach mal einige Mods haben und eine Menge von meinem RAM benutzen und nicht nur 3 GB. Das ist ein bisschen albern. Ich könnte auch einfach unter Linux spielen, aber unter Linux läuft meine favorisierte Aufnahmesoftware nicht. Ich finde schön, der Kreis, wo der fliegt, ist ein super Marker davon, wo meine Atmosphäre anfängt, weil der ist nur knapp drüber.
Das heißt, ich kann einfach problemlos bis dahin, bis zu den Schnittpunkten hier warmen. Retrograde drehen. Bin ich. Was? Wie rum komme ich hier denn rein? Das ist ja komisch. Er macht nichts. Biome Water, Situation in Space Low. Aber noch nicht genug gebremst, dass er mir meine Impact Biome mitteilen kann. Irgendwas steht hier doch Kopf. Hä? Aha, ich hatte immer noch lustigen Kamerawinkel. So. Gehen wir mal ein bisschen runter. So 50 vielleicht. Ja, 50 ist eine gute Idee und geben Vollgas. Vollgas, so viel bremsen. Alles abschmeißen. Ach, das Propellant wegbrennen, was ich gerade mache, war totaler Quatsch. Hätte ich mir auch echt sparen können. Und das Geld dafür wieder einsammeln. Naja. So, dann kann ich mir jetzt angucken, wie langsam aber sicher mein Heat Shield verglüht. Obwohl. Nee, da verglüht nicht mehr viel. Ich habe so sechsfache Schallgeschwindigkeit. Nice. Feuer! Flammen! Feuer! Flammen! Was war das denn gerade? ...0,04 zieht er vom Heat Shield. Na gut, was... ...wieder ankommt, ja... Vielleicht wäre ein Trick zum Docken auch, den Dockingport einfach in Richtung Norden zu drehen, statt in Richtung des anderen Dings, weil des anderen Craft, weil dann die Position zueinander verschiebt sich ja ein bisschen. Was heißt, dass ich ständig gegenkorrigieren müsste, was ich nicht schaffe. Ach, das ist so ärgerlich. Ich habe gelernt, wie man Rendezvous macht und Docken. Naja. Die Fallschirme. Jetzt hätte ich fast die Fallschirme vergessen. Das wäre sehr ärgerlich gewesen. Diesen Career Mode noch mit dem Ende von Jeb besiegeln. Das muss nicht sein. Oh, da hinten fällt noch was runter. Wahrscheinlich irgendwas, was ich abgeschmissen habe.
Bitch. So. Ach, ich hätte die Dinger nachjustieren müssen. Die brauchen noch nicht ganz aufgehen. Naja. Time Warp. Ach, Leute. Das ist immer der langweiligste Teil. Hier noch irgendwas drin, was ich nicht benutzt habe. Nein, das besser nicht. Da habe ich wertvollere Daten drin. So. Zack. Recover Vessel. Traurig ist, dass ich da jetzt 370 Science raushole. Ich hätte das Fünffache gekriegt, wenn ich es geschafft hätte zu docken. Naja. Next, next. So. Folgendes. Ich habe einen Vertrag. Transmit or recover scientific data from the surface of Eve. Recover ist nicht drin, aber transmit ist gar kein Problem. Wo habe ich hingeklickt? Um nach Eve zu kommen, brauche ich natürlich ein bisschen Sirius Delta V und eine Möglichkeit, eine Kapsel zu landen, ohne dass sie verglüht. Eve Probe MK1. Das ist die MK1 meiner Eve Probe. Hier oben, damit ich aus der Atmosphäre rauskomme, hier ein großes Dings mit Scientific Equipment drin, so ein bisschen. Habe ich da auch ein Ding für Temperatur? Nein. Ah, das ist blöd. Ich hätte ein Thermometer mitschicken sollen. Ich habe auch keins an meiner. Ja, jedenfalls, das ist die Kapsel, einklappbare Solar Panels, damit ich die während des Descents durch die Atmosphäre zumachen kann. Hier oben Dings drauf, große Batterien, weil Batterien sind ein Problem, wenn ich die Dinger eingeklappt habe. Zwei Fallschirme, einer würde reichen bei der dicken Atmosphäre, die ist wie Suppe. So, hier unten ein großes Heat Shield unter der Service Bay, Heat Shield 2,5 Meter. Die Kappler, damit ich nur dieses Ding reinschmeiße. Ein Pudel-Engine hier drin, kein Decoupler, darunter direkt ein Tank und nochmal eine Pudel-Engine. Das heißt, die hier könnte ich mir eigentlich sparen. Ja, und hier auch ein Asparagus-Staging, ganz normal. Lifter-Stage für aus der Atmosphäre kommen. So. Warum habe ich gerade nicht auf Launch geklickt? Komm. Weil ich diesen Launch schon längst gemacht habe. Deswegen habe ich auch manchmal in der Vergangenheit geredet. Fly. Das ist übrigens das dritte Mal, dass ich diese Mission aufnehme. Der stürzt mir nämlich immer ab. Mein Grafikkartentreiber. Ich weiß auch an welcher Stelle. Da werde ich diesmal die Aufnahme unterbrechen. So, ich habe hier die Rakete. Der größte Teil ist weg. Hier ist die Engine eingesperrt. Ein leerer Tank. Ein halb voller Tank. Hier oben die Kapsel. So. Oh, rauszoomen. Und ich habe auch schon einen Encounter mit mit Eve fertig. Geplottet. Jetzt möchte ich da nur hinwarpen. Na komm. Eve holt uns ein. Wir sind ein bisschen vor Eve. Jetzt überholt Eve uns. Komm schon. Das muss doch möglich sein hier. Wie auf mich das regt.
Es sollte ein Feature geben, dass ich sagen kann, ich möchte nur die blaue Linie. Was ist das denn? Ist das eine Probe auf Gilly? Ist das Gilly da draußen? Ja. Time Warp complete. Let's do the Time Warp again. Mein Encounter mit Eve ist übrigens nicht sonderlich lang. Warp hier. Kann ich Eve schon sehen? Da. Da unten ist Eve. Da ist mein Encounter. Bitte ein bisschen drehen. Ich habe kein ACS an dieser Kiste. Ich habe kein Inline Reaction Wheel, wie ich sonst immer verbaue. Das heißt, dieses Ding zu drehen ist ein Schmerz im Hintern. Ich frage mich ehrlich gesagt, was ich mir gedacht habe, als ich das Teil gebaut habe damals. Wie Raps es ist in 13 Minuten. Das sollte reichen, um mich zu drehen. Hier unten tut sich auch was. Dreht er sich, wenn ich... Wenn ich Physics Warp anmache, dann dreht er sich. Sehr gut. So, komm schon. Ein bisschen Gas geben. Ist quasi gedreht. Warp hier. Und Vollgas. Ich glaube, ich hätte einen näheren Approach wählen sollen, dann hätte ich nicht so viel Treibstoff gebraucht, wenn Eve mich ein bisschen selbstständiger gefangen hätte. Ich habe immer länger, bis ich eskapiere. Eskapiere. Fliehe! Wegrenne! Ich bin in Space High over Eve. Nice. Oh Gott, ich muss gucken, ob ich eine Landung auf Land hinbekomme. Das Problem ist, ich kann auf Eve nicht zielen. Warum kann ich auf Eve nicht zielen? Weil ich nicht durch die Atmosphäre durchgucken kann. Ich sehe nichts. Gerade ist mein Motorengeräusch ausgegangen. Das fand ich ein bisschen freaky. Na komm. Oh, es tut sich was. Hervorragend. Komm schon, schneller. Ich könnte eigentlich direkt versuchen zu Aerobraken.
Kollisionskurs mit Eve, voll Speed. Das. So, nicht viel besser. Ich meine, ich habe noch jede Menge Speed. So ist es ja nicht. Also jede Menge Delta V, meine ich. Wow, wow! Escape! Time Warp complete. Gar nichts passiert. So fucking schnell. So, und jetzt müsste ich ja eigentlich ein bisschen durch die Atmosphäre durch. Meine Apoapsis ist heil. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Gab es nicht irgendwie so einen Flugbericht? Das hätte nicht passieren dürfen. Ich hätte nicht gewarpt auf die Atmosphäre knallen dürfen. Aber selbst wenn, wäre das, was hier gerade passiert ist, nicht passiert. Okay, wir schummeln ein bisschen. Ich unterbreche die Aufnahme kurz und mache dann weiter, wenn ich in der Atmosphäre bin. Mit diesem Ding. Das war einfach Quatsch, was gerade passiert ist. Alles klar, bis gleich. So. Hier ist meine Kapsel. Wir landen leider in der Explodium Sea. Das heißt, alles, was danach unter Wasser sein könnte, sollte ich jetzt benutzen. Can't be done right now. Das geht, glaube ich, wirklich nur, wenn ich gelandet bin. Lock pressure data. Keep data. So, sind meine Parachutes schon richtig eingestellt? Zack, zack. Ich würde sagen, ja. Warum sind die halb offen? Was soll denn das? So, und wie gesagt, ich konnte nicht zielen, weil ich sehe nichts. Es ist mir einfach unmöglich, hier irgendwas zu sehen. Na komm. Kilometer ist ein bisschen viel. Denk mal, 350 Meter auf beiden sollte echt reichen. So. Ich bin ja jetzt schon eher langsam. Und wieder einmal habe ich gelernt, Hoppy, lass deine Finger vom Time Warp, es macht alles kaputt. Oh, jetzt sind wir in der dicken Wolkendecke. Sehen nichts außer viel lila. Ich glaube, ich scroll hier mal ein bisschen ran, damit mein Grafikkartentreiber nicht wieder zu viel kriegt. Ja, wir sind noch mehrere Kilometer über der Oberfläche.
Na komm. Ah, bisschen langsam, der Kerl. Bisschen langsam. Hm. 450 Meter gehen die Parachutes voll auf. Das 350 Meter, das heißt, ich muss vorher den Time Warp wieder ausschalten. Aber wir dürften jetzt... Ja, wir sind durch die Wolkendecke durch. Können sehen, wir sind gar nicht so weit weg von Land. Ja, komm. 7, 6, 5, 4. So. Jetzt gehen die Parachutes auf und bremsen uns auf unglaubliche 3 Meter pro Sekunde. Impact Time ist noch eine ganze Menge. 300 Meter durch 3 Meter pro Sekunde sind 300 Sekunden, sind 100 Sekunden, sind 2,5 Minuten, 25 Sekunden in Time Warp. Das heißt gleich. Splashdown! Zeit, die Solar Panels auszufahren. Ach Mist, ich wollte es gerade aufrecht stellen und habe dann vergessen, in welche Richtung ich lenken muss. Na gut. Gut, dass ich hier ein paar Experimente schon gemacht habe. Can't be done right now. Kann ich nicht machen, wenn ich auf dem Boden stehe. Observe Mystery Goo. Keep Data. Observe Materials Bay. Keep Data. Transmit. Transmit all. Hervorragend. Habe ich nur 3 Anläufe gebraucht, um dieses Video endlich fertig zu machen. Na? Wollen ja nicht, dass das mit Wasser vollläuft. Blocked by Service Bay. Und du kriegst Licht? Ah, du bekommst Licht. Irgendwo hier müsste die Sonne sein. Da etwa. Aber wie gesagt, durch die Atmosphäre kommt man nicht wirklich durch. So, Space Center. Jetzt habe ich einen Arsch voller Science. Nichts, was ich davon kaufen will. Nuclear Propulsion, super. Very Heavy Rocketry. Fuck yeah. High Performance Fuel Systems sind die großen Tanks. Metamaterials sind krasse, krasse Dinger zum Zusammenpacken, Pappen von Dings. High Altitude Flight. Turbo Ramjet Engine, das ist die große. Liquid Fuel Engine. Ach, der gute alte Aerospike. Und da wäre die Rapier. Ist halt die Frage, was ich brauche. Wo will der denn hin? Orbit around Kerbin. Ja, pff. Komm, nehmen wir den noch. Orbital Station kann ich nicht, weil ich nicht docken kann. Tylo kann ich nicht erreichen, weil ich nicht docken kann. Nein. Nach Duna, genau. Duna, Minmus, Late, nee. Und Station bauen kann ich alles nicht.
Ja, dann würde ich sagen, warte ich die neue Version ab, gucke, was es da Neues gibt, sehe zu, dass ich mal genug Tech freischalte, damit ich so weit bin, wie ich es jetzt bin. Und das ist ein bisschen weird, was hier mit dem Bild passiert. Habe ich mir doch nicht eingebildet. Das hat auch gerade, genau, wilde Dinge gemacht. Vielleicht kann ich in der neuen Version dann auch wieder Dings installieren. Mit Far hatte ich ja Probleme, dass es meine Dings geflippt hat, meine Rakete. Grundlos außerhalb der Atmosphäre. Aber nachdem ich es runtergeschmissen habe, ging's. Sobald ich irgendwie Gas gegeben habe, zum. Ja, naja, ist egal. So. Ich hoffe, dass in naher Zukunft mehr KSP-Videos kommen, aber jetzt bedanke ich mich erstmal sehr fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!